Ich glaube, dieser Videotitel ist mit Abstand der realste Videotitel, den ich jemals für meine Videos benutzt habe. Ich friere immer im Winter. Also ich bin die größte Frostbeule. Ich glaube, ich habe es auch schon 100 Mal in meinen Videos gesagt. Ich friere. Ich friere bei 10 Grad. Und bei uns liegt jetzt nicht mal Schnee, bei uns ist es jetzt nicht mal so kalt, sondern es sind wirklich diese 10 Grad. Und deshalb zeige ich euch heute meine Tipps, womit ich gemerkt habe, die ein bisschen anders sind als vielleicht Tipps von anderen Leuten. Und womit ihr wirklich nicht mehr friert und trotzdem noch cute aussieht, weil das ist so wichtig. Man möchte schön aussehen, wisst ihr? Man möchte auch noch so ein bisschen schick aussehen. Und genau diese Tipps gebe ich euch heute von einer professionellen Kälteexpertin. Also let's go! Also ich werde in diesem Video ein paar Outfits anprobieren und euch wirklich so ein ganz mini Lookbook geben, was ich euch empfehle, vor allen Dingen auch an Produkten. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mit einer der wichtigsten Kategorien. Und zwar, wie man richtig den Zwiebellook macht. Weil ich sehe es so oft, dass Social Media Leute sagen einfach, zieht euch dick an, zieht euch 5 Lagen an. Aber Leute, es kann ja sein, dass all diese Lagen schlecht sind und dann funktioniert das auch nicht mehr, dieses mit zieht einfach 5 Lagen an. Und deshalb der Tipp von mir ist, achtet darauf, dass wirklich alle Stellen, wo ihr friert, abgedeckt sind. Kommen bei mir tatsächlich schon die Beine, wobei man ja immer sagt, dass so Körperanhänge wie zum Beispiel Arme oder Beine sind gar nicht so von Kälte betroffen. Ist bei mir tatsächlich so. Also Arme geht's, bei Armen friere ich nicht so schnell, aber Beine. Und deshalb, wenn ihr eine Hose tragt, und ich habe extra in diesem Video eine Option für Girls, die gerne Low-Rise tragen und eine Option für Girls, die gerne High-Rise tragen, weil ich kann es absolut verstehen. Ich bin da total bei euch. Hat auch total Sinn, warum man das nicht machen sollte, aber es sieht halt auch manchmal schick aus. Und genau darum geht's ja in dem Video. Wie können wir bei beiden Optionen schick bleiben? Einfach etwas drunter. Und bei mir kann ich das einfach verbinden, indem ich dann unter diese Jeans Leggings anziehe. Und das ist jetzt hier einfach so eine ganz normale TVO Leggings. Ich würde euch aber empfehlen, dass ihr so ungefähr in der gleichen Farbe bleibt. Also ich glaube, es sieht ein bisschen komisch aus, wenn diese Hose dann so hochrutscht und dann habt ihr so eine rote Leggings darunter. Ich finde, diese Sportleggings sind auch ein bisschen besser als so lange Unterwäsche, weil ich finde, lange Unterwäsche, die kratzt, die juckt immer und das ist... Es ist nichts für mich. Aber was ich euch da wirklich empfehlen würde, bei dieser Art von T-Shirts, zieht noch etwas drüber, was euch dann auch tatsächlich richtig, richtig warm hält. Ich würde da jetzt nicht einfach so Baumwolle oder sowas drüber ziehen, weil das wärmt mich. Und genau das ist das Problem, was ich bei den meisten Influencern so sehe, wenn die über Zwiebellook sprechen. Weil Zwiebellook kann viele Arten von Bedeutung haben und Zwiebellook ist meistens gar nicht so warm, wenn man das nicht so richtig einhält. Und deshalb habe ich mir überlegt, das Beste, was man da drüber anziehen kann, obwohl es vielleicht manchmal juckt, aber es sieht total gemütlich und süß aus, ist Wolldings. Also es ist egal, ob es jetzt so ein Wollcardigan ist oder so ein richtiger Wollpullover oder sowas. Ich habe jetzt einfach den hier rausgesucht, weil der ist super schön, super gemütlich und passt auch eigentlich ganz gut hiermit zusammen. Und ich könnte mir auch ziemlich, ziemlich gut vorstellen, das jetzt damit zu kombinieren. Und obwohl ihr euch vielleicht jetzt denkt, es sieht noch gar nicht so warm aus, Mats, ihr habt recht. Weil da fehlt ja auch noch eine Jacke. Weil man muss wirklich bei den Materialien aufpassen. Und ich glaube, das ist sogar der wichtigste Punkt aus dem Video. Guckt euch die Materialien an. Zum Beispiel bei so einer dicken Jeans, da ist dieser Jeansstoff einfach so unfassbar dick schon. Und das Ganze probieren wir jetzt an. Let's go. So ist das Outfit schon süß. Die Jacke kann man auch zumachen, aber ich werde es jetzt einfach nicht machen. Oder zumindest nur oben zu machen, weil es ist so warm. Ich schwitze. Hier drin sind so ungefähr 20 Grad, wie in so einem normalen Raum halt sind im Winter, wenn man den so ein bisschen anheizt. Wenn ihr jetzt hier drüber noch eine Jacke anzieht oder wenn euer T-Shirt einfach länger ist als so eine Crop-Top-Länge, ich glaube dann, ihr werdet schwitzen draußen. Ihr werdet nicht frieren, wenn ihr draußen seid. Ihr werdet richtig, richtig schwitzen. Wenn es draußen 0 Grad sind, ihr werdet denken, es ist Sommer. Und das liegt wirklich an dieser Leggings. Weil irgendwie so Leggings, die haben so eine Thermohaftigkeit. Und ich sterbe gleich, ne? Also mir ist so unfassbar warm gerade. Wenn ihr da jetzt noch eine richtig warme Winterjacke drüber anzieht, ihr seid done. Der ganze Winter gehört einfach euch. Einfach nur noch dicke Schuhe, dazu sage ich euch was. Und zu einer Jacke sage ich euch ganz am Ende was. Also da habe ich wirklich den besten Tipp, aber da braucht ihr dann auch nicht viel Geld ausgeben. Und das ist auch wichtig, man will nicht so viel Geld ausgeben. Und generell sind das einfach Sachen, die einfach in meinem Schrank rumliegen. Die nächste Sache, die ich euch gerne zeigen möchte in diesem Video, ist, wie ihr vernünftige Schuhe findet, beziehungsweise wie ihr Schuhe kombinieren solltet. Entweder, wir haben eine Option, aber ich glaube nicht, dass jeder so eine Art von Schuh bei sich zu Hause hat, wo eure Füße einfach eingepackt sind. Diese Schuhe heißen nicht ohne Grund Moon Boots, also man spürt einfach absolut keine Verbindung zum Boden. Ihr fühlt euch, ich weiß nicht mal, ob das der rechte oder der linke Schuh ist, den ich jetzt gerade in der Hand halte. Man kann die, ich glaube, einfach auf beiden Seiten tragen. Ihr seht, es sieht aus wie ein Astronautenschuh. Also das könnte wirklich jemand auf dem Mond tragen. Deshalb sind die auch so warm. Also da müsst ihr jetzt nicht noch irgendwelche Legwarmers, also beziehungsweise Stulpen oder irgendwelche Strumpfhosen oder irgendwas darunter ziehen. Dicke Socken braucht ihr in diesem Schuh wirklich nicht. Dieser Schuh ist warm. Außer ihr geht in so minus 20 Grad. Aber ich glaube, dann ist das auch das falsche Video für euch, sagen wir es mal so.
Und zwar mögen die meisten Girls ja auch diese Art von Schuhen. Und zwar sind das jetzt einfach ganz normale Ackschuhe. Ich würde euch da aber tatsächlich empfehlen, euch Dupes zu holen. Ich glaube, da müsst ihr euch einfach selber informieren, was für euch das Beste ist, ob, wie ihr da mit diesem ganzen Tierschutzthema umgehen wollt. Und genau da kommt diese Sache ins Spiel, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich finde, es sieht auch eigentlich total süß aus, wenn man da so ein paar Stulpen drüber zieht. Besonders, weil ich bin kein Fan von diesen High-Top-Ucks. Also eigentlich mag ich ja lieber die so ein bisschen unten abgeschnitten sind, also die bei euch am Knöchel enden. Und ich finde, die sehen auch immer so ein bisschen trendiger aus. Aber wenn man hier so ein Ding drüber zieht, also es sieht jetzt ein bisschen dumm aus, wenn ich das hochhalte, aber wenn ich es gleich anziehe, dann, ich glaube, könnte es ganz gut aussehen. Aber es kommt jetzt noch so eine ganz schwierige Sache. Und zwar sind das die typischen UGG Dupes von Deichmann. Und die sehen so toll aus. Ich finde, die sehen so hochwertig und so schön aus dafür, dass die nur 20 Euro kosten. Und hier sind zwei Sachen ausschlaggebend. Erstmal sind die so komisch geschnitten. Das heißt, man friert richtig, richtig schnell an den Füßen. Zweitens, Mats hat erstmal eine Einlage reingelegt. Ein richtig gutes Produkt und ist viel besser als das hier, weil erstens löst sich diese Sohle, wenn man das nicht da reinmacht, diese Einlage. Deswegen, falls ihr diese Schuhe auch habt oder euch plant zu kaufen, dann kann ich euch nur empfehlen, holt euch noch eine Einlage dazu. Hat tatsächlich die Verkäuferin bei mir an der Kasse gesagt, ich dachte mir erstmal so, nein, ich muss jetzt nicht noch extra 10 Euro ausgeben. Aber dann habe ich mir gedacht, es sind dann 30 Euro, Mats. Tut euch da noch eine Einlage rein in Schuhe, wo ihr vielleicht schnell friert. Und dann könnt ihr die auch noch mit Stulpen kombinieren. Vor allen Dingen, es passt halt auch wieder perfekt so von den Farben, ne? Also ich bin einfach der Kombinationsboss. Bei mir passt das gut mit den Farben. Nächste Kategorie, bevor wir zum letzten Outfit kommen, ist so ein bisschen Accessories und wie ihr euch mit schönen Accessories gemütlich anziehen könnt. Vor allen Dingen, jetzt haben sich ja so viele von euch so ein Video gewünscht und ich habe wirklich lange überlegt, habe ich überhaupt genügend Sachen, um so ein Video zu machen? Ich kann auch einfach die Sachen zeigen, die ich auch wirklich zu Hause habe und bin einfach komplett zu 100% real mit euch. Und deshalb eine Sache, wo ich mir zu 100% sicher bin, dass sie tatsächlich mehr wärmt, als ich erwartet hätte am Anfang, sind solche Handschuhe. Und ihr denkt euch jetzt mal, das sind gar keine Handschuhe. Die sehen auch schon so ein bisschen ranzig aus, weil ich die 5 Tage hintereinander anhatte, ohne die zu waschen, weil es einfach so kalt die ganze Zeit war. Und an einem Tag waren es, glaube ich, sogar minus 5 Grad dann, wo ich in Hamburg war. Und deshalb, diese Dinger lohnen sich. Aber das Zweite ist, ihr könnt damit so auf eurem Handy tippen. Und normalerweise frieren meine Finger ab. Und wenn ich dann so tippe und Leuten was schreibe, dann, ich bin immer so langsam dabei. Aber so bin ich wirklich immer noch schneller, weil hier ist dann alles warm und diese Sachen können gar nicht so richtig abfrieren. Ich weiß nicht, wie da die Physik, die Chemie der Kälte funktioniert. Deswegen solche Dinger kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Sogar mehr als normale Handschuhe, außer es sind wirklich minus 20 Grad, aber das ist ja immer so. Dieses Video richtet sich an den deutschen Winter. Beziehungsweise vielleicht auch noch Österreich und Schweiz. Ich weiß ja nicht. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt Zuschauer aus diesen kalten Regionen. Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Da wäre ich mal sehr gespannt, ob mir hier jemand vielleicht aus Österreich oder der Schweiz zuschaut. Und das Zweite ist eine schöne Mütze. Und ich betone wirklich schöne Mütze, weil Mützen sind eigentlich immer gleich warm. Also es ist so egal, von was für einer Marke ihr die jetzt holt. Was ich euch da empfehlen kann, lasst einfach offene Haare, wenn ihr eine Mütze tragt. Sieht einfach so viel schöner aus, wenn ihr so offene Haare habt und die dann so eure Gesicht so ein bisschen umranden, damit der Mütze... Sieht einfach schöner aus, als wenn ihr jetzt so einen Zopf habt. Und das sieht so ein bisschen komisch aus. Deswegen, das ist so ein kleiner Tipp für mich. Wenn ihr eine Mütze tragt, dann einfach mit offenen Haaren. Letztes Outfit ist vermutlich mein Lieblingsoutfit aus diesem Video. Und zwar, weil es mit meiner Lieblingshose ist. Und eigentlich möchte ich da gar nicht so viel sagen, sondern es einfach anziehen und euch dann zeigen, wie es angezogen aussieht. Let's go. Das ist übrigens auch eine Flared Low-Rise Jeans von Zara. Und zwar sieht das Ganze jetzt so aus. Ich weiß, das sieht ein bisschen komisch aus, aber es macht eine gute Figur. Ihr könnt das tatsächlich einfach wirklich so umklappen, dann habt ihr halt den Bauch frei. Ich lasse das jetzt mal oben, weil wir das jetzt tatsächlich gar nicht brauchen werden. Und über dieses weiße T-Shirt fehlt da noch was. Und zwar so ein Pullover und der hier ist von innen gefüttert. Also das kann ich euch einfach auch empfehlen in Sachen, die 2- oder 3-lagig sind. Es sieht nicht so gut aus bis jetzt, aber jetzt kommt das Piece, was das ganze Outfit verändern wird. Und zwar ins Positive. Und zwar diese crazy Jacke und zwar sind Felljacken. Und das ist eine Fake-Felljacke, möchte ich direkt sagen. So ein Trendpiece für 2024, glaube ich. Aber auch so ein bisschen dieses Jahr schon. Zwar nicht so ganz in Deutschland, aber diese Jacken sehen so toll aus. Am besten auch, wenn man nicht so viel darunter zieht. Da habe ich die im Sale bei Zara gekauft damals und die lohnt sich. Ich habe noch nie so eine Jacke gehabt, die sich so lohnt. Die ist so unfassbar dick. Ich weiß nicht, wie es geht, aber die ist einfach perfekt. Und ich bin fertig mit meiner Welt. Oh, ich schwitze. Mir ist so heiß. Anyways, Girls, ich gehe jetzt. Ciao, ciao.
Also, und as always grüße ich natürlich immer zwei von euch am Ende von jedem Video. Also, falls ihr im nächsten Video grüßt werden wollt, schreibt mir einfach irgendeinen Kommentar hier unten hin. Und mit etwas Glück seid ihr dann schon dabei. Aber die zwei Girls, die ich heute gerne grüßen möchte, sind einmal die liebe Anna und die liebe Lenja. Also, eure Kommentare standen direkt übereinander bzw. untereinander und ich fand die einfach total süß. Muss ich einfach mal so sagen. Ich habe mir das so durchgelesen und ich dachte mir so, die sind echt so niedlich. Ich feiere es generell so Geburtstagswünsche. Und ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, dass ihr so an mich gedacht habt und dass ihr euch wirklich Mühe gegeben habt irgendwie mit den Kommentaren. Deshalb ganz viele Grüße an euch. Und das war es auch schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und abonnieren. Auch nicht vergessen, wenn ihr auf mein Video von allen Videos geklickt habt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bis dahin.